An den Gymnasien in Südwestfalen wird gerade eifrig diskutiert. Der Grund: Die neue Landesregierung will wieder die längere Schulzeit bis zum Abitur einführen. Also G9 statt wie bisher G8. Wie man in Attendon damit umgeht, das ist unser erstes Thema heute in der Lokalzeit Südwestfalen. Schön, dass Sie mit uns ins Wochenende gehen. Ja, eigentlich müsste sich keine Schule explizit zu G9 bekennen, denn das soll ja Standard werden. Die Attendonner tun es trotzdem, denn schließlich geht es darum, Schüler zu gewinnen. Und je klarer die Verhältnisse, desto besser. Ja, insgesamt unruhige Zeiten, auch in der Fußball-Kreisliga im Moment. Trainiert wird noch, das ist der SV Affeln, aber normalerweise wäre das jetzt die konkrete Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag. Es findet aber kein einziges Spiel in den Kreisligen der Männer statt. Der Fußballkreis Arnsberg hat das veranlasst, wir haben mehrfach darüber berichtet. Der Grund: die zunehmende Gewalt und die Angriffe auf Schiedsrichter in einigen Spielen. Die Strafe trifft jetzt allerdings erstmal alle. So, und das Gerät hat sich eben schon kurz vorgedrängelt. Das ist der letzte Schliff. Ein halbes Jahr lang ist die Hohe Bracht im Kreis Olpe komplett saniert und umgebaut worden zu einem modernen Ausflugslokal. Es ist das Wahrzeichen in der Region oberhalb von Bielstein. Und morgen gibt es die feierliche Wiedereröffnung. Der Weg dahin, der war allerdings wie ein Turmaufstieg. Durchaus auch mal anstrengend. Der Deutsche Kinderhospizverein klagt über zu wenig Pflegekräfte. Das wurde beim Deutschen Kinderhospizforum in Essen heute deutlich. Der Kinderhospizverein in Olpe ist Veranstalter. Mit der Internetversorgung in Südwestfalen, in Ostwestfalen-Lippe und im Münsterland kann man überhaupt nicht zufrieden sein. Das ist ein Fazit einer gemeinsamen Sitzung der Regionalräte Detmold, Münster und Arnsberg heute in Bad Sassendorf. Der ehemalige Briloner CDU-Bundestagsabgeordnete Friedrich Merz soll Chef des Aufsichtsrates des Köln-Bonner Flughafens werden. Ministerpräsident Laschet möchte das. Merz würde den ehemaligen SPD-Verkehrsminister Bodewig ablösen. Dieser hatte eine Untersuchung zu finanziellen Unregelmäßigkeiten an der Flughafenspitze in Auftrag gegeben. Laschet hatte Merz vor kurzem auch zum Brexit-Beauftragten der Landesregierung ernannt. Wer am Wochenende über die A45 ins Ruhrgebiet will, der muss mit Staus bei Hagen rechnen. Grund sind dringende Reparaturen im Bereich der Baustelle an der Lennetalbrücke. Ja, und hier trainiert Falk Wendrich aus Soest. Eins der größten Hochsprungtalente in Deutschland und endlich wieder aktiv. Denn vor ein paar Jahren, da kam nach dem Senkrechtstart bei den Meisterschaften der tiefe Fall. Der junge Sportler bricht immer wieder ganz plötzlich in Tränen aus vor dem Training. Er weiß überhaupt nicht, was los ist. Die Diagnose: Depressionen. Inzwischen ist das aber überwunden. Ja, und auf diesen Termin freuen sich definitiv schon alle Kinder. Mit einer Andacht in der Kirche hat heute in Wenden-Hünsborn der Martinszug begonnen. Und morgen ist ja Martinstag. Und das heißt Laterne an und ab durch die Stadt oder durch das Dorf. Das Besondere in Hünsborn, da macht die ganze Dorfgemeinschaft mit. Und da stimmt wirklich jedes Detail. Markus Kritschall ist für uns dabei. Ja, vielen Dank. Und in Soest muss sich die Petrikirche gerade die Skyline teilen. Und zwar mit diesem Ungetüm von der Kirmes, der City Skyliner, der ist 81 Meter hoch. Vielen Dank an Volkmar Brockhaus fürs Foto und damit schauen wir aufs Wetter. Ja, und Mitte der nächsten Woche soll es schon wieder besser werden. Ich sage jetzt nicht einfach nur Tschüss bis morgen in der Lokalzeit am Samstag, sondern an dieser Stelle etwas ausführlicher auf Wiedersehen. Denn das war heute erstmal meine letzte Sendung aus diesem Studio. Auf mich wartet der neue Nachmittag im WDR-Fernsehen, die Sendung Hier und Heute, die ich Ihnen hiermit natürlich sehr empfehle. Und ja, wie das so ist, wenn eine neue Tür aufgeht, da muss man manchmal eine andere schließen, sonst gibt's Durchzug. Das fällt mir sehr schwer, keine Frage, denn mein Herz schlägt nach wie vor für Südwestfalen und das Team der Lokalzeit hier ist ein ganz besonderes. Da sind so viele Menschen hinter den Kulissen, die dafür sorgen, dass es eine Moderatorin wirklich leicht hat. Deshalb gilt mein Dank heute meinen Kolleginnen und Kollegen und natürlich Ihnen zu Hause. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im WDR-Fernsehen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu. Bis bald.